Ja, hallo ihr Lieben und schön, dass ihr wieder dabei seid bei Mass Effect 1 Legendary Edition mit Christina Shepard in den Hauptrollen mit ihrer, ja, die aufgespritzte Lippe. Ich krieg sie nicht mehr weg, es ist einfach so. Naja, in der letzten Folge, ganz kurz um es abzureißen, haben wir ja die Asari bei uns ins Team geholt. Ich glaube die Dr. Tesoni hieß sie oder so. Und ich hatte mir als Challenger mich selbst gesetzt, dass ich den Codex anschaue und das Quad mich auflevel. Dann gucken wir mal, was hier kam. Außerirdische, oh, wieder sekundär. Das ist doch zum Kotzen. Mann, ich kann so super gut lesen, deswegen mag ich das. Ja, die Proteaner, Dechiffrierung. Oh, ist das, ja, so viel ist es ja nicht. Ich gebe mir Mühe. Nehmt es mir nicht übel. Also ich bin nicht der beste Leser, gell? Da müsst ihr eigentlich langsam schon gemerkt haben, wenn ihr mich hier jetzt abonniert habt und immer mal ein bisschen zuschaut. Okay, gebt mal Gas hier. Fangen wir an. Der proteanische Sender auf Eden Prime hat seine Daten in das Bewusstsein von Commander Shepard geladen. Commander Shepard leidet seitdem unter verstörenden Träumen und Visionen. Zwar werden die Bilder mit der Zeit immer klarer, aber die Bedeutung der Senderübermittlungen bleibt rätselhaft. Es existieren Theorien, dass die proteanischen Datenaufzeichnungen maßgeblich von bestimmten Anschauungsweisen abhängig sind, vergleichbar mit dem von Carl Jung beschriebenen kollektiven Unbewussten, der Dechiffrierung. Zum Verständnis der Bilder in Shepards Bewusstsein ist also die kulturelle Kenntnis der Proteaner, der Archetypen der biologischen Instinkte und des Allgemeinwissens dieses Volkes. Da die Proteaner aber seit Jahrtausenden von Jahren verschwunden sind, könnte es unmöglich sein, diesen Dechiffrierer zu finden. Okay, das ging ja jetzt doch mal ganz gut. Das ist aber nicht immer so. Also nehmt es mir echt nicht für übel, wenn ich wirklich manchmal richtig stammel. Das passiert. So, Squad, dann gucken wir mal, was wir bei uns, also bei Christina hier noch draufhauen können. Also ich würde ja echt sagen, wir machen das Spectre-Training, hauen wir voll hoch. Meisterhafte Einigkeit, was können wir denn da? Lässt tote Squad-Mitglieder mit 50% Gesundheit und 100% Schildkraft wieder auferstehen. Nachladezeit 45, das machen wir auf jeden Fall. Okay, jetzt haben wir noch 2 Punkte übrig. Wo hauen wir die denn hin? Ja, wie gesagt, einschüchtern brauchen wir ja nicht, weil wir nicht böse spielen. Infiltrator sind wir fertig, da geht nichts mehr. Erste Hilfe, da haben wir unser Team, was das tun soll. Ich könnte die Fitness bei mir noch ein bisschen hochpimpen und die Pistole oder das Präzisionsgewehr. Was machen wir denn? Oder die taktische Panzerung. Was macht denn der nächste? Erweiterter Schildboost. Regeneriert 40% des Schilds pro Sekunde. Und hier Präzisionsgewehr. Schaden 16. Der nächste Schuss verursacht Schaden in Höhe von 250%. Waffenschaden pro Sekunde. Einsatz baut Waffenwärme ab. Ja, das ist natürlich schon geil, ne? Was ist bei der Pistole? Erhöhten Schaden um 16. Kopftreffer um 75% Schaden. Und Einsatz baut Waffenwärme ab. Was machen wir denn jetzt für Flixt? Erweiterte Immunität. Senkt Gesundheitsschaden um 85%. Schaden gegen Schilde wird reduziert. Dämpfung haben wir noch gar nicht. Und Elektronik? Dämpfung freischalten, erhöht die Schildkapazität um 90, regeneriert zusätzlich 800 Punkte Schaden bei der Fahrzeugreparatur. Das ist natürlich auch genial. Dann habe ich das beim Marco immer. Oh, was mache ich denn jetzt? Verflixt. Schildboost ist halt auch geil, gell? Und hier können wir uns halt auch mal ein bisschen mehr Lebensenergie draufknallen. Senkt Gesundheitsschaden um 85%. Da brauchen wir eh noch 3 Punkte. 2 haben wir. Was kommt hier als nächstes? Elektroniktalent kann bei mittelschweren Objekten eingesetzt werden. Verursacht 100% Schaden. Radius. Die meisterhafte Sabotage. Ich weiß nicht. Taktische Panzerung. Ich bin echt hin und her gerissen. Was mache ich denn jetzt? Ich glaube, ich gehe echt tatsächlich hier Schritt für Schritt hier auf das hier.
dass wir böse Schaden machen. Aber was nehmen wir zuerst? Ich glaube, wir nehmen zuerst das... Wir gehen aufs Präzisionsgewehr, auf geht's. Nicht ewig rumeiern jetzt hier am Anfang der Folge. Das wollt ihr nicht. Ihr wollt was sehen. So, was ist denn aber jetzt das nächste Ziel, was wir machen können? Also hier hatten wir jetzt noch die Besprechung beim letzten Mal. Mit ihm haben wir auch schon lange nicht mehr gesprochen, hier mit dem Presley. Ja, bitte, Commander. Untersuchen. Außerirdische an Bord, persönliche Frage. Nee, das bringt nichts. Das haben wir alle schon gemacht. Gute Arbeit. Weitermachen, Presley. Jawohl, Ma'am. Ja, das ist immer gut, immer mal ab und zu mal ein bisschen die Leute loben hier. Ja, da sind wir hergekommen. Wir reden mal mit Joker. Ich will mal wissen, ob der was zu sagen hat. Was Neues. Joker ist witzig, ich mag den. Ich hätte gerne Gold. Für meinen Orden, meine ich. Ich dachte, sie würden mich vielleicht dafür vorschlagen, wo ich doch ihren Arm aus dem Feuer gezogen habe. Ihren Arm? Oh, wieso guckt ihr denn mal gleich? Joker, sei nicht so witzig. So guckst du es ungefähr. Deswegen bin ich nicht hier. Orden sind nicht alltäglich. Sicher? Wenn wir ihnen einen Orden geben, müssen sie sich mit Politikern und stundenlangen Podiumsdiskussionen herumschlagen. Gutes Gegenargument. Wahrscheinlich müsste ich mich dann auch rasieren. Das ist mir kein Orden wert. Also, worüber wollten Sie sprechen, Commander? Ja, was für eine Krankheit untersuchen. Woher kommt Ihr Spitzname? Das haben alle schon gemacht. Persönliche Vergangenheit, Schiff, Statusbericht. Wollte nur mit Ihnen reden. Ich möchte über meine Crew Bescheid wissen. Kann ich Ihnen ein paar Fragen stellen? Ich weiß schon, worum es geht. Sie haben sich über mich informiert, nicht wahr? Ah, jetzt geht's um die Krankheit. Das kenn ich schon. Ich werde Ihnen das Gleiche erzählen wie dem Captain. Sie wollen mich als Piloten. Ich bin nicht gut. Ich bin auch nicht großartig. Sondern der beste verdammte Kampfpilot der Allianzflotte. Warum war ich wohl der Beste an der Flugakademie? Weil ich es mir erarbeitet habe. Woher kommen wohl die ganzen Belobigungen in meiner Akte? Weil ich sie mir alle verdient habe. Ich habe sie nicht erhalten, weil ich an dieser Krankheit leide. Oh, ich wollte sie nicht beleidigen. Was für eine Krankheit. Etwas Ansteckendes. Ich wollte sie nicht beleidigen. Ja, das haben wir doch alle schon gemacht. Tut mir leid, Joker. Ich wusste gar nicht, dass Sie krank sind. Das heißt, Sie wussten gar nicht... Oh, das kennen wir alle schon. Scheiße. Verdammt. Okay. Ich habe das Frohlich-Syndrom. Glasknochen. Die Knochen in meinen Beinen sind nicht voll entwickelt. Im Grunde sind sie hohl. Ich überspringe das jetzt. Wenn sie zu sehr belastet werden, brechen sie. Selbst mit den Krücken geben Sie mir die Normandy und ich lasse Sie tanzen. Bitten Sie mich nur nicht aufzustehen und zu tanzen. Es sei denn, Sie stehen auf das Geräusch brechender Schienbeinknochen. Ja, auf Wiedersehen. Ich muss gehen. Bis dann. Ja, schade. Ich habe gedacht, da kommt ein bisschen mehr... was kann ich denn hier machen? Codex? Was habe ich denn jetzt hier? Schon wieder Codex und mit Sicherheit wieder sekundär. Oh, wie ich es liebe. Oh, Mann. Das ist hier voll das Lesetraining. Oh, nee, ist primär. Schiffe. Das Marco wurde als Infanterie... Nee, der Raumkampf. Bei den Raumkämpfen kommt es vor allem auf Manövrierbarkeit an. Das Primärziel besteht darin, den Massenbeschleuniger am Bug auf die Breitseite des gegnerischen Raumschiffes auszurichten. Die Kämpfe finden zumeist als Zweikämpfe zwischen zwei Raumschiffen auf tausende Kilometer Entfernung statt. Allerdings gibt es im Verteidigungsbereich von Massenportalen auch Nahkämpfe auf Distanzen von nur wenigen Dutzend Kilometern. Die meisten Raumkämpfe sind kleinere Gefechte zwischen Patrouillenschiffen der Kreuzerklasse oder darunter. Schlachtschiffe und Transporter kommen nur bei groß angelegten Flottenkriegsmanövern zum Einsatz. Die Raumkämpfe werden in aller Regel schnell entschieden und verbleiben meist folgenlos, weil der unterlegene Gegner sich normalerweise zurückzieht. Sobald ein Schiff auf ULG wechselt, kann der Kampf nicht fortgesetzt werden. Bei dieser Geschwindigkeit kann es von keinen Sensoren erfasst und von keinen Waffen getroffen werden. Die einzige Möglichkeit, einen Feind in einen Stellungskampf zu verwickeln, ist der Angriff auf ein stationäres und verteidigenswertes Ziel, wie eine Kolonie oder ein wichtiges Massenportal. Ja, vielen Dank. Das war toll, dass das ein primärer Codex-Eintrag war. Den brauche ich nämlich jetzt nicht selber lesen und rumstammeln. Ah, gut, haben wir das auch. Ja, aber mehr ist hier jetzt auch nicht. Lass mal Joker wieder in Ruhe. Gucken mal zu unserer Crew, was wir da noch besprechen können. Und dann planen wir mal die nächsten Missionsziele, was wir noch machen können. Weil ich glaube, das ist ja jetzt abgeschlossen. Lalalala. Gehen wir mal wieder in unseren Fahrstuhl, den schnellsten der Welt. Ah, Moment. Ich glaube, auf der rechten Seite hier war da nicht die Tully.
Ah, ne, hier ist der Keaton. Mit dem können wir auch quatschen. Ich glaube, das ist auch einer, mit dem wir hier rumflirten können. Definitiv. Aber den, ich weiß nicht, ich will den jetzt nicht anquatschen schon wieder, oder? Dann wird das wieder so eine Folge mit nur Gelaber. Ich wollte mal gerne mit der Tully reden, wenn die da... Ja, mit der Frau Doktor hier, das bringt uns auch nichts. Aber hier gibt es schon wieder Codex. Ah ne, Medigel. Und hier hinten ist... Ach, guck an. Da ist sie doch. Die Liara. Wollen Sie sich erkundigen, wie es mir geht, Commander? Ich habe mir Sorgen gemacht. Geht es Ihnen gut? Nein. Ich habe mir Sorgen gemacht. Sie sehen schon viel besser aus. Wie geht es Ihnen? Dr. Chakwas hat mir versichert, dass alles in Ordnung ist. Ich war beeindruckt, dass sie so viel über die Physiologie der Asari weiß. Sie ist die Beste. Auf Wiedersehen. Das ist ihr Job. Ich wollte das sagen, das ist ihr Lob. Das ist ihr Job. Sie ist die Beste. Sie sind in guten Händen. Dr. Chakwas weiß, was sie tut. Ich habe Ihnen nie richtig gedankt, dass Sie mich vor den Geht gerettet haben, Commander. Wenn Sie nicht gekommen wären... Keine Ursache, gern geschehen. Es war bloß Teil meiner Mission. Keine Ursache. Ich bin nur froh, dass wir rechtzeitig gekommen sind. Das bin ich auch. Ich weiß, dass Sie ein Risiko eingingen, indem Sie mich an Bord dieses Schiffes brachten. Mir ist nicht entgangen, wie Ihre Crew mich ansieht. Sie trauen mir nicht. Aber ich bin nicht wie Benesia. Ich tue, was ich kann, um Ihnen zu helfen, Saren aufzuhalten. Ich verspreche es. Wir werden sehen. Ich weiß. Auf Wiedersehen. Ich weiß. Machen Sie sich keine Sorgen, Liara. Ich vertraue Ihnen. Ich weiß, dass Sie mich nicht enttäuschen werden. Es bedeutet mir viel, das von Ihnen zu hören, Commander. Danke. Ja, ich würde gerne über Sie reden. Untersuchen. Was können wir da noch machen? Benesia. Mal gucken, was sie weiß. Die Kultur der Asari. Ich frage erstmal nach der Kultur der Asari. Ich würde gern mehr über die Asari wissen. Wir waren die erste Spezies, die die Zitadelle entdeckte. Wir haben bei der Gründung des Rates eine entscheidende Rolle gespielt. Und wir sind immer bestrebt, bei galaktischen Disputen für eine friedliche Kooperation einzutreten. Viele Leute glauben, dass wir Teil einer einzigen galaktischen Gemeinschaft sind. Jede Spezies trägt etwas zum Wohle aller bei. Aber obwohl wir uns bemühen, die anderen Spezies zu verstehen, geben sich nur wenige Mühe, uns Verständnis entgegenzubringen. Die Galaxis ist voller Gerüchte und falscher Informationen über mein Volk. Gerüchte? Zum Beispiel? Die meisten Irrtümer haben mit unseren Paarungsritualen zu tun. Meine Spezies ist monogeschlechtlich. Die Begriffe männlich und weiblich haben für uns keine wirkliche Bedeutung. Wir benötigen dennoch einen Partner, um uns fortzupflanzen. Dieser kann jedoch jeder Spezies und jeden Geschlechts angehören. Ja, okay. Wie ist das möglich? Untersuchen? Das ist widerwärtig. Ey, das müsstest du heute mal sagen, dass sowas widerwärtig ist. Ach du Scheiße. Eieiei. Ja, das war eine andere Zeit, wo das Spiel rauskam. Ne? Wie ist das möglich? Das verstehe ich nicht. Ihre Spezies kann sich mit jedem paaren? Paaren ist nicht das richtige Wort dafür. Zumindest nicht in dem Sinn, in dem Sie es meinen. Der physische Kontakt kann zwar vorhanden sein, er ist aber kein essentielles Element der Vereinigung. Die wahre Verbindung besteht auf mentaler Ebene. Unsere Physiologie erlaubt es uns, mit anderen Wesen zu verschmelzen. Wir können sie tief in ihrem Geist berühren. Wir erkunden das genetische Gedächtnis ihrer Spezies. Wir teilen die grundlegendsten Elemente ihrer individuellen und Abstammungsidentität. Dann geben wir diese Eigenschaften an unsere Töchter weiter. So können wir als Spezies lernen und wachsen und ein größeres Verständnis für andere Völker entwickeln. Was ist mit dem Partner? Was geschieht nach der Vereinigung mit ihrem Partner? Jede Beziehung ist anders. Einige Vereinigungen sind einmalig und beide Elternteile gehen danach ihres Weges. Andere können länger andauern. Manchmal bleiben eine Asari und ihr Partner mehrere Jahrzehnte zusammen. Jetzt können wir weiter fragen. Wer war ihr Vater? Ich bin dein Vater. Und der Altersunterschied? Was machen wir jetzt? Ich frage mal, wer war ihr Vater? Wissen Sie, wen Matriarchin Benesia als ihren Partner auserkor? Sie hat selten von ihrem Partner gesprochen. Aber ich weiß, dass mein Vater, wenn Sie denn diesen Begriff verwenden wollen, eine andere Asari war. Sie wissen nicht, wer es war. So etwas können Sie tun?
Das ist jetzt bescheuert, was frage ich denn jetzt? Sie wissen nicht, wer es war? So etwas können Sie tun. Ich dachte, ein Elternteil müsste immer einer anderen Spezies angehören. Denken Sie nach, Shepard. Wenn wir uns nicht mit jemandem von unserer eigenen Spezies vereinen könnten, dann wären wir schon lange, bevor wir die Raumfahrt erfinden und unsere Heimatwelt verlassen konnten, ausgestorben. Die Vereinigung mit unseresgleichen ist nicht mehr üblich. Zumindest nicht zum Zweck der Fortpflanzung. Die meisten Asari glauben, dass wir unsere Spezies dadurch schwächen. Asari-Töchter erben die Eigenschaften der väterlichen Spezies. Sind beide Elternteile Asari, dann haben wir dadurch keinen Vorteil. Zumindest ist das die allgemeine Ansicht. Ich bin das, was man auch eine Reinblütige nennt. Auch wenn es keine Asari wagen würde, mir das direkt ins Gesicht zu sagen. Das ist bei meinem Volk eine schwerwiegende Beleidigung. Es könnte sein, dass sich Benesias Partner ob ihrer Vereinigung schämte. Vielleicht war es ihr peinlich, mich offen als ihre Nachfahrin anzuerkennen. Das können Sie doch gar nicht wissen. Das ist furchtbar. Warum sollten Sie das tun? Das können Sie doch gar nicht wissen. Vielleicht wollte sie sie kennenlernen, konnte es aber nicht. Möglicherweise ist ihr etwas zugestoßen. Oder sie kam ums Leben. Das könnte sein. Hoffentlich haben Sie recht. Aber ich werde es wohl nie erfahren. Benesia hat nie von ihrem Partner gesprochen. Was auch immer geschehen ist, so war es für sie viel zu schmerzhaft, darüber zu sprechen. Sie hat mich allein aufgezogen, aber das ist nicht ungewöhnlich. Viele Asari ziehen ihre Kinder allein groß. Insbesondere dann, wenn die Spezies des Vaters kurzlebig ist. Häufig stirbt der Partner schon, bevor das Kind erwachsen ist. Ja, aber wer war ihr Vater? Das jetzt nochmal zu fragen, das geht doch nicht. Untersuchen? Wie gehen Sie damit um? Asari können 1000 Jahre leben. Was passiert, wenn ihr Partner stirbt? Nur wenige intelligente Wesen leben so lange wie mein Volk. Wir haben gelernt, unsere Vereinigungen auf eine eher philosophische Weise zu betrachten. Wir konzentrieren uns nicht auf den unausweichlichen Verlust. Wir genießen stattdessen lieber die Zeit, die uns bleibt. Und selbst wenn ein Partner verblichen ist, lebt ein Teil von ihm in uns weiter. Die Einheit ist eine Verbindung, die Zeit und Raum übersteigt. Aber wieso kann ich den jetzt nochmal fragen, wer war ihr Vater? Also das ist doch... Das haben wir doch gerade schon gemacht. Was geht denn bei Untersuchen noch? Benesia, die Kultur der Asari. Benesia. Wir fahren mal nach Benesia. Wissen Sie, warum sich Benesia mit Saren zusammengetan hat? Benesia wurde in Ereignisse hineingezogen, die sie nicht kontrollieren konnte. Und das war zu viel für sie. Sie wurde einer Gehirnwäsche unterzogen und wurde zu einem Teil des Dings, das sie eigentlich aufhalten wollte. Aber ich werde mich daran erinnern, wie sie gelebt hat und nicht an ihren Tod und dieses Andenken ehren. Meine Mutter war stark, gütig und wunderschön. Und jetzt ist sie fort. Tut mir leid. Kommen Sie klar? Es ist nett, dass Sie fragen, Shepard. Ich vermisse Sie. Und ich traure wegen dem, was ihr zugestoßen ist. Aber ich werde mich von meinem Kummer nicht bei dem beeinflussen lassen, was wir bezwecken. Ich würde gerne über Sie reden. Kann ich jetzt noch weitermachen? Untersuchen. Benesia, die Kultur der Asari haben wir ja gemacht. Benesia auch. Erzählen Sie mir etwas über sich, Liara. Über mich? Ich bin leider nicht besonders interessant, Commander. Ich habe den Großteil meiner Zeit bei entlegenen Ausgrabungen verbracht und weltliche Objekte aus schon lange vergessenen proteanischen Ruinen ausgegraben. Sie müssen einsam sein. Gefällt es Ihnen? Klingt langweilig. Sie müssen einsam sein. Klingt gefährlich. Und einsam. Zuweilen traf ich auf einheimische Lebensformen oder mal auf eine kleine Gruppe Söldner oder Plünderer. Aber ich war immer sehr vorsichtig. Bevor mir die Geth nach Artemis Tau folgten, war ich nie in einer Situation, die meine Biotiken nicht bereinigen konnten. Und die Einsamkeit? Nun, das ist der Aspekt, der mir am meisten behagte. Manchmal habe ich einfach das Bedürfnis, allein zu sein. Warum? Mögen Sie Ihren Job? Klingt langweilig. Ja, warum? Mögen Sie keine Gesellschaft? Ich schätze, das kommt daher, dass ich die Tochter der Matriarchin bin. Die Leute haben erwartet, dass ich Benesias Beispiel folge. Sie wollten, dass ich eine Anführerin unseres Volkes werde. Matriarchinnen leiten ihre Anhänger in die Zukunft. Sie suchen die Wahrheit über das, was noch kommen wird. Vielleicht habe ich aus diesem Grund ein solches Interesse für die Geheimnisse der Vergangenheit entwickelt. Es klingt irgendwie albern, wenn man es laut ausspricht. Es klingt, als wäre ich nur Archäologin geworden, um Benesia zu ärgern.
Es ist nicht albern. Gefällt es Ihnen? Sie war bestimmt wütend. Es ist nicht albern. Alle Kinder rebellieren gegen ihre Eltern. Es ist ein natürlicher Teil des Erwachsenwerdens. Sie besitzen die Weisheit der Matriarchin, Shepard. Das ist genau das, was Benicia gesagt hat, als ich ihr von meiner Entscheidung erzählte. Aber es steckte mehr dahinter. Ich fühlte mich schon immer von der Vergangenheit angezogen. Die Proteaner waren diese wundersamen, geheimnisvollen Wesen. Ich wollte alles über sie wissen. Darum finde ich sie auch so faszinierend. Sie wurden vom Sender auf Eden Prime gezeichnet. Sie wurden von funktionierender proteanischer Technologie berührt. Ich bin faszinierend? Versuchen Sie ja nicht, mich zu studieren. Ich bin faszinierend. Das klingt irgendwie, als würden Sie mich am liebsten in irgendeinem Labor sezieren. Was? Nein, ich wollte nicht andeuten... Ich wollte Sie nicht beleidigen, Shepard. Ich habe damit nur gemeint, dass Sie ein interessantes Testsubjekt für eine genauere Studie wären. Nein, das ist ja noch schlimmer. Entspannen Sie sich. Das war nur Spaß. Versuchen Sie ja nicht, mich zu studieren. Ja, genau. Du kannst gleich wieder draufhauen. Beruhigen Sie sich, Liara. Ich habe nur Spaß gemacht. Spaß? Oh, bei der Göttin. Wie konnte ich nur so dumm sein? Sie müssen mich für eine totale Närrin halten. Jetzt wissen Sie, warum ich meine Zeit lieber mit Daten und Computern und bei Ausgrabungen verbringe. Ich scheine vor anderen Leuten immer nur peinliche Dinge zu sagen. Bitte, tun Sie einfach so, als hätte diese Unterhaltung niemals stattgefunden. Untersuchen, was können wir noch machen? Nichts mehr weiter. Die Kultur der Asari haben wir gemacht. Auf Wiedersehen. Ich muss jetzt gehen. Wiedersehen, Shepard. Oh Mann, Codex und XP 195. Wir haben jetzt mit Liara gesprochen. Das heißt, ihr wisst jetzt auch, wer ist Liara. Und das heißt aber auch, wir müssen die auch noch ausrüsten. Ach du grüne Neune. Wir sind jetzt schon wieder bei 22 Minuten. Verdammt. Codex wahrscheinlich wieder sekundär. Oh nein, ja. Und so viel. Oh, leck mich fett. Außerirdische Ratsvölker. Blinkt. Asari-Regierung. Oh, lecko mio. Das ist... Ich versuch's nochmal. Das ist ja voll die Lesefolge hier. Das ist ja Lesetraining, was ich hier machen muss. Das ist ja schlimm. Die Bildung einer übergeordneten Regierung erfolgte erst spät in der Geschichte der Asari. Auf ihrer Heimatwelt, Thesia, bildeten sich jahrhundertelang keine großen Staaten, sondern lose Bündnisse prosperierender Städte aus. Als Vergleich könnten die antiken Stadtstaaten des Mittelmeerraums dienen. Da die Kultur der Asari auf Konsens und Güte basiert, gab es keinen besonderen Antrieb, größere Regierungsgebiete zu gründen. Die Asari horteten keine Ressourcen, sondern betrieben freien Handel. Und philosophische Meinungsverschiedenheiten wurden eher ausdiskutiert als über Kämpfe ausgefochten. Erst mit Beginn des Informationszeitalters wuchsen die Stadtstaaten zusammen. Die Entwicklung der Internetkommunikation führte zur Einführung einer elektronischen Demokratie. Die Asari kennen keine Berufspolitiker oder Wahlen. Alle Bürger können sich freiwillig zu jeder Zeit an den Regierungsgeschäften beteiligen. Die politischen Debatten werden den ganzen Tag über in offiziellen Chaträumen und Foren geführt, die von eigens dafür programmierten virtuellen Intelligenzen moderiert werden. Alle politischen Aspekte können jederzeit über Leute, jetzt kommen sie wieder mit so einer Kacke da um die Ecke, mit so einem Scheißwort, Mann. Maßnahmen beeinflusst werden. In den Debatten scheinen sich die Asari zumeist den Standpunkten der teilnehmenden Matriarchen anzuschließen und auf die jahrtausendalten Erfahrungen der weißen Alten zu vertrauen. In Krisensituationen kann aber die Erlangung eines Konsens zu lange dauern. Wenn also schnelle, zielgerichtete Handlungen erforderlich sein sollten, verlassen sich die Asari auf die Weisheit ihrer örtlichen Matriarchinnen. So, Mann, da geht's bitte nicht wieder so viel. Dechiffrierer, das haben wir schon gemacht. Proteanischer Sender, Eden Prime. Proteanischer Sender. Oh Mann.
Der Sender, ein proteanisches Artefakt, das auf der Allianzkolonie Eden Prime gefunden wurde. Die Ähnlichkeit mit den auf dem Mars entdeckten proteanischen Datenbanken weckte sofort das Interesse der Allianz und des Rates. Der Sender erwies sich als solide Datenbankspeicher und Teil eines die Galaxie umspannten Kommunikationsnetzwerkes, ähnlich dem modernen Extranet. Da bis dahin nur wenige intakte proteanische Paleo-Technologie gefunden werden konnte, versprach man sich von dem Sender einen ähnlichen Technologiesprung wie bei der Entdeckung der Masseneffektantriebe und Portale. Leider weckte der Sender auch das Interesse des abtrünnigen Spektres Saren Aterius und seiner Verbündeten, dem synthetischen Geth-Maschinenvolk. Beim Überfall mit seinem Flaggschiff, der Sovereign, waren hunderte zivile Opfer zu beklagen. Der Sender wurde schwer beschädigt. Die Motive für diesen Überfall werden noch untersucht. Während der Bergungsaktion wurde der Exekutivofficer der Allianz Normandie von einem Energiestrahl des Senders getroffen. Leutnant Commander Shepard überlebte diesen Vorfall ohne sichtbare Nachwirkungen. Nach dem Vorfall schien sich der Sender deaktiviert zu haben. Alle Funktionen schienen tot zu sein. Ja, jetzt wissen wir das auch. Ja, und ihr habt es wieder mitgekriegt. Der prickelnde Leser bin ich nicht, aber wir haben es wenigstens gemacht. Alles gut. Ich hoffe, da kommt jetzt nicht noch mehr. Reicht jetzt hier. Aber wir wollten noch nach unten gehen, oder? Wo war der Fahrstuhl? Ich verlaufe mich jedes Mal in dem Schiff hier. Unbegreiflich. Der schnellste Fahrstuhl der Welt. Ja, wir müssen für die Liara ja noch mal ein bisschen was wenigstens ausrüsten. Sie hat ja fast gar nichts am Start. Und ich konnte die auch nicht leveln. Das ist auch ein bisschen komisch. Sonst hat die doch meistens ein Level ab. Wo sind die jetzt? Liara. Tali, Liara. So, was können wir dir denn geben? Geben wir erstmal auf den Anzug. Haben wir da was für dich? Leicht, Mensch. Echt jetzt? Da kann ich einen Menschenanzug geben. Der Gladiator 4, 18914. Was erstmal, bevor wir sowas anfangen, sollten wir erstmal bei uns gucken. Was habe ich denn für einen Anzug? Habe ich einen Predator an? Ja, der ist ja um einiges besser. Da bringt der Gladiator, der ist ja für den Mercenary 195 Schutz, 30 und 8, aber Biotikschutz nur. Ich weiß nicht, nee. Phoenix. Der Onyx, mittelschwer, 91. Wir müssen wieder Sachen verkaufen, sehe ich hier gerade. Die ganzen Level Tier 1 Sachen, die müssen weg. Ja, ich brauche vielleicht mal einen schweren Anzug. Ich muss mal auf schwere Anzüge gehen. Warum kann ich denn die noch nicht nutzen? 180 hat der nur. 195, der mittelschwere. Der hat 180. Und nur Schadensschutz 36. So viel ist das aber nicht mehr, hey. Also ich bin ja fast gesagt, dass der Mercenary... Ah ne, halt, Moment. Ich vergleiche falsch gerade. Ja, aber der ist trotzdem... fast besser, ne? Als der Predator. Obwohl das Gesamtpaket halt, die Schilde sind halt ein bisschen schlechter. Dafür habe ich aber einen besseren Tech-Biotik-Schutz. Nee, das machen wir nicht. Haben wir hier was? Werkzeug? Nein, da ist nichts für mich dabei. Granatwerfer haben wir auch nichts gefunden. Scharfschützengewehr, die Avenger 3. Da sind wir mit unserer Equalizer eigentlich ganz gut unterwegs. Die Hammer 3 ist halt auch genial, ne? Ohne Mist, die macht halt echt Spaß. Skeletto, also wir haben nichts Besseres gefunden. So wie ich das gerade sehe hier. Die Firestorm. Und die Skimitar. Was ist da jetzt besser? Die Firestorm hat einen Schaden pro Sekunde von 194. Ey, meine, die Skimitar war ja schon fett in der letzten Folge. Also da nehmen wir ja definitiv mal, schalten wir um. Der Kühlkörper ist halt ein bisschen schlechter, aber das ist mir jetzt egal. So.
Auf geht's. Da sind wir da auch besser unterwegs. Schrotflinte Katana hatten wir vorher wahrscheinlich. Sag mal. Die ist ja noch besser. Na wohl. Jetzt haben wir die Katana und die Firestorm. Was machen wir? Auf was gehen wir? Die Katana, die 4, die hat 197 Schaden, aber dafür... Ja, und sie ist schneller und Präzisionsstufe ist nicht so... Also die Firestorm ist nicht so gut, ne? Ich glaube, die Katana ist echt besser. Die Firestorm sieht halt geil aus, wenn sie so rot ist, aber ich glaube, das Katana-Teil ist besser. Hat mehr Schaden, Kühlkörperkapazität Sekunden 7 und Präzisionseinstufung, der Eis ist ein bisschen schlechter. Wir nehmen die Katana. So, wie sieht's aus beim Sturmgewehr? Die Avenger 5 könnte man nehmen, 190 Schaden, da sind wir aber besser mit der Tsunami. Ja, alles gut, bleibt dabei. Dann rüsten wir jetzt mal Liara aus, noch schnell. Auf geht's, jetzt schon wieder eine halbe Stunde schon wieder. Und das war, ist eigentlich nur die Folge hier, wer ist Liara Tisoni? So werde ich die wahrscheinlich auch nennen, das macht ja keinen Sinn, wir kommen jetzt nichts mehr hier. Eieieiei, Sturmgewehr, vor allem mit was schießt die Frau? Also, wie kann ich die jetzt leveln? Lass mich doch mal auf das Squad, auf die Liara. Mann, verdammt, die brauchen einen Punkt. Irgendwas braucht die, so Mist. Ja, dann rüsten wir sie halt erstmal grob aus. Ja, den Gladiator, er ist ein bisschen besser als das, was sie anhat. Hat sie den jetzt an? Ja. So, was anderes kann die Indie anziehen von dem ganzen Zeug? Skorpion 1. Er hat ein bisschen mehr Biotikschutz, ne? So, den Biofisch, den Solaris, wieso? Na, den kann ich selber nicht nutzen, aber ich könnte ihn ihr geben. Ja, 10, 10 und 5. Ja, ist definitiv besser. Dann kriegst du den. Da haben wir noch gar nichts gefunden hier. Vom Universalverstärker. So, bei der Scharfschützenknifte. Was geben wir dir denn? Ich würde sagen, du kriegst von mir eine Hämmer. Oder soll mir die Avenger geben? Die Reaper? Ist nicht so genau, aber die hat 101 Schaden, 102 Schaden. Also. War nicht lange rum, die kriegt die Hämmer. Mal gucken, was wir noch reinbauen können bei ihr. Munitionsupgrade. Nein, 33 Schaden vor organischen Ziele, auf geht's. Hast du drin. Und dann gucken wir noch bei Mods. Was hauen wir hier noch drauf? Kampfscanner. Erkennung Level 4. Einige Feinde nutzen Störtechnologien. Ah! Ja komm, du kriegst mal einen Kampfscanner noch mit rein ins Gewehr. Pistole, die Kessler. Die Kessler hat 109 Schaden. Die Raikou, die ist aber besser. Ja komm schon, auf geht's. Synthetischen Schaden brauchen wir ja auch. Laufverlängerung, da wäre der Schaden nochmal. Kampfscanner, den brauchst du jetzt nicht schon wieder. Großkaliberlauf. Ja, komm, kriegst du eine Laufverlängerung rein. Alles gut. Schrotflinte, was gibt mir die da? Die Firestorm. Ich glaube, die Firestorm gebe ich dem Rex. Die Skimitar, die bekommst du. Was können wir da noch? Pyromunition, Brandmunition. Oh ja. Du wirst mein Pyro machen, sag hier. Kampfscanner nicht. Großkaliberlauf auch nicht. Laufverlängerung auch nicht. Ja, da warten. 14 Schaden. Ah komm, du kriegst mal einen Großkaliberlauf von mir drauf. So, und da kriegst du jetzt von mir wahrscheinlich die Avenger. Bringt ja nichts. Die Avenger 5. Was hab ich denn da für eine? 190?
Was habe ich beim Sturmgewehr? Ah, ich bin eindeutig besser. Also, du bekommst die Avenger von mir. Kyro-Munition, Brandmunition. Sollen wir da auch nochmal Brand draufhauen? Schildumgehung. Ja, auf geht's. Nee, Rest bleibt draußen. So, jetzt ist unsere Liara auch ausgerüstet. Das haben wir dann auch gemacht. Ja, und jetzt weiß ich nicht, ob ich hier noch überhaupt jemanden anquatschen soll. Das geht dann wieder in die immensen Längen hier. Von den Leuten. Vielleicht am Anfang der nächsten Folge mal. Oder wir quatschen nochmal mit Ashley, komm. Ich mag die. Commander. Wie machen wir uns? Können wir reden? Auf Wiedersehen. Ich glaube, da... Wegtreten, Chief. Ma'am? Ich glaube, wir haben mit der schon... Wenn wir da... Können wir reden machen? Da kommt gerade nicht viel mehr dazu. Ah, Verkauf machen wir noch. Alles klar. Also, das ist jetzt der Plan. Ich verkaufe noch schnell bei dem hier. Brauchen Sie Vorräte? Ja, komm. Ja. Zeigen Sie mir Ihr Angebot. Sehr gern, Commander. So, und wir verkaufen jetzt mal den ganzen Level 1-Tier-Scheiß noch, den ich hier mit mir rumschleppe. Das ist ja alles voll. Solaris, Hämmer, Kessler, alles weg. Gladiator, raus. Oh, da haben wir jetzt wahrscheinlich Level 2. Ah, ist jetzt egal. Da ist es weg. Schrott verkaufen, ja. So, Rückkauf machen wir nicht. Kaufen. Ja, was es hier alles gibt. Leicht, Skorpion leicht. Das Problem ist an der ganzen Geschichte hier vergleichen. Ah, da können wir gucken. Hä? 16 Techbiotik-Schutz ist aber gerade bei mir besser, ne? Ah ne, das was ich gerade anhab. Das ist der Predator. Das Ding ist scheiß teuer, echt. Also 118.000 und ich habe 151.000 bloß. Wir nehmen Sachen, die wir finden. Alles gut. Wie sieht's bei dir aus, wenn wir dich anlaufen? Commander, wie geht es Ihnen? Sie und die Zitadell-Sicherheit, habe ich auch schon gequatscht. Kennen wir schon. Commander. Alles klar. Dann lasst uns mal ins Tagebuch schauen, was wir jetzt hier abgeschlossen haben. Aufträge, Nebenaufträge. Die vermissten Marines. Das soll man mit... Wo ist die? Sie haben die Leichen der Männer, das Zitadellturm zurück. Also, da müssen wir zur Zitadelle zurückfliegen. Was ist hier? Salarianische Artefakte. Sie haben Salarianische Artefakte gefunden. Versuchen Sie noch mehr zu finden. Das sind wahrscheinlich Nebenmissionen hier auf dem Planeten, wo wir landen können. Ja, hoffentlich finde ich da noch mehr. Die VI ausschalten beim Erdenmond. Das müssen wir auch noch machen. Gehen Sie in die Botschaft los, das ist auch Zitadelle, das können wir alles da abfrühstücken. Missionen, was haben wir denn hier noch auf Pharos? Nach Pharos reisen. Untersuchen Sie Pharos, um herauszufinden, warum die Geth die Kolonie angegriffen haben. Und ich würde sagen, das machen wir vielleicht dann jetzt wirklich als nächstes. Wir speichern hier erstmal ab, neuen Spielstand, speichern. Ja, 69. Ein Schelm, wer Schlimmes dabei denkt. So, fahren wir erstmal wieder nach oben hier, gehen an unser Kommandopult. Und da werden wir die Folge beenden. Wir sind bei 40 Minuten. Das ist zu lang schon wieder. Und fliegen dann, was haben wir gesagt? Nach, war es Noveria, oder? Ich meine Noveria. Warum ich immer einmal im Kreis drumherum renne? Ich kann doch gleich auf der anderen Seite hochgehen. Ich hält. Gutes Timing, Commander. Wir kriegen gerade eine Übertragung von der Zitadelle rein. Höchste Dringlichkeitsstufe. Von wem? Ist sie vom Botschafter? Das ist nicht seine Signatur. Ich denke, sie kommt vom Rat. Ich übertrage sie an den Kommunikationsraum. Oh, echt jetzt? Jetzt, Mann, oh, da machen wir das halt auch noch. Jetzt muss ich den scheiß Kommunikationsraum wiederfinden. Wo war denn der? Was? Ah, da, alles gut. Oh, Mensch, verdammter Mist. Das... Ihr Lieben, ich speichere das jetzt hier nochmal ab, dass es mir nicht das Spiel verhagelt. So, 70. Speicherstand 70. Wir hören jetzt hier auf. Wenn euch die Folge gefallen hat und wenn es euch überhaupt gefällt, dann abonniert gerne den Kanal und lasst mir ein Like da. Wir machen diese Übertragung am Anfang der nächsten Folge und ich werde da gar nicht lange rumsabbeln. Bleibt dran.
Habt einen schönen Abend. Ich bin raus für heute. Hab, ja, wie immer auf dem Kanal. Tschö mit Ö. Verdammt, das geht ja eins ins andere gerade hier. Mann, Mann, Mann.